Da weilte ich neulich, Mother Earth Project, Kolloquium, das erweiterte Bewusstsein im dritten Jahrtausend. Christian Rietsch, Claudia Müller-Eberling, Ronald Stickel. Teilweise hörte ich da sehr intellektuell gesprochene Worte. Claudia Müller-Eberling jedoch in einem Moment das so formuliert, dass quasi das ABC neu entdeckt werden müsse, dass der Kodex, in dem Mensch sich in sprachliche Verwicklung hinein maniert hat, dass solches Entwickeln, Einsehen, das ist im Deutschen total toll möglich. Und nun, wo es hier das erweiterte Bewusstsein heißt, da weiß ich, dass es das weite Wissen ist. Das Wissen, was weit. Und da ist im weit, im Wort, in diesem sanft alphabeteten, wo ich dann das DTH im Alphabeten, so ich das Wort weit oder schreibe, dann sehe ich da eben dieses DTH, dieses weit, dieses sanfte DTH, weit. Und dann ebenso noch das H da drin, weites Wissen, was eben dann ein Weihwissen ist. Ein Wissen, das weit, was einen Menschen in ein Wissen einweiht, welches dann neues Handeln möglich macht. Das Bewusstsein ist eben ein Wort, das Wort bewusst stammt von Martin Luther, das hat er in die deutsche Sprache, er hat ja sehr die deutsche Sprache kreiert, Martin Luther, und so ein Mensch im Herkunftswörterbuch nachguckt, da steht dann, dass es vom Bewissen kommt, also eine Wissweise, welche diesem mit der Vorsilbe B behangen ist, was dem Wissen so etwas Bedrücktes gibt, etwas, was standhaft ist, was beweist ist, was bestimmt ist. Und das Bestimmte ist ja da, so die Stimme in befehlendem Tone gegeben ist. Dass dieses Einsehen, was machen Vorsilben am Stammwort, bei Stimme ist das sehr deutlich, bei Logik ebenso, ne? So das Logische verlogen ist, dann ist Logik durcheinander. Und so ist es ähnlich, so Stimme verstimmt ist, ne? Im Verstehen, im Stehen, dann fließt Stimmkraft blockiert, was Stimmkraft behindert, durchschnittlich macht, Durchschnitt ist quasi querschnittsgelähmt im Spiralgang. Ja, und das Erweiterte ist eben diese erzwungene Weite, das Erweiterte. Nietzsche hat das mal so formuliert, das Fliegen ist nicht erfliegbar. Und so ist ebenso die Weihe nicht erweihbar. Es ist unmöglich, Weihe in einem zwanghaften Zweck Bezogenheit einholen, einkriegen, sondern das ist ein Heilakt, ein Akt, wo Mensch offen ist, Weihe kriegt, der dann sie neu taktet ist, neue Rhythmik hat, neue Weise, welche neue Art macht. Ja, weites Wissen in allen Momenten. Dann ist dann ebenso die Zählerei am die Gezeiterei hat dann ebenso ein Ende. Welt, welche nach Zeit funktioniert, nach räumlich gezeitetem Wissen funktioniert.
eben nach dem abendländischen wissenschaftlichen Herangehen, das Wissen in bewiesenen Anmaßungen erwiesen zu haben. Also Menschen kriegt weites Wissen ein, dann hat es ein Ende mit allen Bewusstsein, wo das Sein ja ebenso noch Seins, das ist Seins, ne, das ist ein besitzbestimmendes Wort, das Sein. Manche sind dann, probieren sich dann auf der anderen Deutung des Seins, das Wesentliche, nein, das Wesen ist eben das Wesentliche, und so das Wesen uneigentümlich ist, nämlich das Eigentum am Wesen ein Ende hat, dann fließt das Wesen unprivatisiert, uneigennützig, sondern im aller Gut fein. Ja, soweit das weite Wissen, soweit Thilo das einsät hat im deutschlogischen Denken. Danke dem Horcher. Schöne Weihe allen Wesen. Schönes weites Wissen allen Wesen. Tschüss, schönen Tag.